Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zur Division an. Hier in diesem Fall sind wieder Dividend und Divisa beides Kommazahlen, Dezimalzahlen. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie man diese Rechnung löst ohne der Kommaverschiebung. Das heißt, wir verschieben das Komma nicht. Das haben wir beim Video zuvor schon gemacht. Das heißt, wir nehmen uns diese Rechnung noch einmal her. Wir schreiben es ganz einfach noch einmal ab. 733,9572 geteilt durch 32,4. Und wir können dieses Beispiel lösen, ohne dass wir das Komma verschieben. Bevor wir dieses Beispiel lösen, schauen wir uns aber noch den Überschlag an. Das heißt, wir berechnen uns den Überschlag. Der hilft uns immer, um das Ergebnis abschätzen zu können. Beim Überschlag sucht man sich immer Zahlen aus, die gut miteinander harmonieren. Das heißt, hier ist es klar, hier werden wir für den Überschlag von 733 700 nehmen. Das heißt, wir machen einen Überschlag mit der Zahl 700 und überlegen, durch welche Zahl wir teilen können. Logischerweise wäre es 30. Wenn wir genau überlegen, können wir aber besser überschlagen, wenn wir durch 35 dividieren. Warum? Weil 35 mal 2 70 ergibt und so können wir den Überschlag schnell und zügig berechnen. Braucht man aber ein wenig Übung, gebe ich schon zu. Geteilt durch 35, so lässt sich der Überschlag ganz leicht berechnen. 35 geht in 70 wie oft hinein? Wir bestimmen den Überschlag. Wir orientieren uns an der Einerstelle vom Divisor. Die Einerstelle vom Divisor steht über der Zehnerstelle vom Dividenden. Zehnerstelle, somit wissen wir, das Ergebnis hat zwei Stellen, eine Zehnerstelle und eine Einerstelle. Danach käme das Komma, ist uns aber für den Überschlag ja auch egal. Okay? Ausgerechnet ganz einfach, 35 geht in 70 wie oft hinein? Das geht sich zweimal aus, deswegen haben wir 35 genommen. Wir rechnen zurück, 35 mal 2 ergibt 70, 0 Rest und somit müssen wir nur mehr diese 0 herabschreiben und haben als Überschlag 20 herausbekommen und sind mit dem Überschlag schon wieder fertig. Okay? Wenn wir das Komma nicht verschieben, dann rechnen wir jetzt mit 32,4 und überlegen uns, 32,4 geht das erste Mal wo hinein? In die Zahl 73. Das heißt, wir schreiben uns hier drüber die 32,4 und rechnen mit 32,4. Oder wenn wir wollen, auch mit 324. Das ist von der Überlegung her egal. Wir müssen nur überlegen, wie viele Stellen nehmen wir bei der Berechnung. Dann arbeiten wir mit 73 oder mit 733. Okay? Wir bestimmen den Stellenwert des Ergebnisses. Der Stellenwert orientiert sich wieder an der Einerstelle vom Divisor. Das heißt, die Einerstelle von der Zahl, die drüber steht, steht über der Zehnerstelle vom Dividenden. Somit wissen wir, das Ergebnis hat zwei Stellen, bevor das Komma kommt. Okay? Und los geht's mit der Rechnung. Ich empfehle, wir nehmen die ganze Zahl 324. 324 geht in 733 wie oft hinein? Das geht sich zweimal aus. Dreimal ging ja nicht, weil dreimal 300 ja 900 wäre. Das wäre dann zu viel.
Also zweimal. Okay? Und wir können schon wieder zurückrechnen. 2 mal 4 ergibt 8. 8 und wie viel ergibt 13? Und 5 ergibt 13. Bleibt uns 1, halten wir uns. 2 mal 2 ist 4 und 1 ist 5. 5 und wie viel ergibt 13? Und 8 ergibt 13. Bleibt 1. 2 mal 3 ist 6 und 1 ist 7. Und wie viel ist 7? Und 0 ergibt 7. Okay? Nächste Stelle 9 herabgeschrieben und es geht schon wieder von vorne los. Die 324 passen in 859 wie oft hinein? Zweimal geht sie sich aus, dreimal geht sie sicher nicht aus. Dreimal 300 wäre ja 900. Also zweimal. Und wir können schon wieder zurückrechnen. 2 mal 4 ergibt 8. 8 und wie viel ist 9? Und 1 ist 9. Okay? 2 mal 2 ist 4. 4 und wie viel ist 5? Und 1 ist 5. 2 mal 3 ergibt 6. 6 und wie viel ist 8? Und 2 ergibt 8. Okay? Nächste Stelle 5 herabgeschrieben und wir beginnen wieder von vorne. Wir sind jetzt hinter der Kommastelle, die haben wir am Anfang bestimmt. Okay? 324 passt in 2115 wie oft hinein? Wir können es überschlagen. 7-mal würden wir ja spontan sagen. 7-mal wird sich aber nicht ausgehen. 7-mal 300 wären 2100. Hier haben wir aber nur mehr 15 dann übrig. Und hier steht ja schon 24, die wir ja auch noch mit 7 multiplizieren müssten. Also würde sich nur 6-mal ausgehen. Okay, und wir rechnen schon wieder zurück. 6 mal 4 ist 24 und wie viel ist 25 und 1 ist 25, bleibt uns 2. 6 mal 2 ist 12 und 2 ist 14. 14 und wie viel ist 21 und 7? Ist 21, bleibt uns 2. 6 mal 3 ist 18 und 2 ist 20 und wie viel ist 21 und 1 ist 21. Okay, nächste Stelle 7 herabgeschrieben und es geht schon wieder von vorne los. 324 geht in 1717 wie oft hinein, würden wir ja prinzipiell überschlagen mit 6 mal, geht sich aber nicht aus, weil 6 mal 300 ja schon 1800 wären, also geht es sich nur 5 mal aus, okay? 5 mal 4 ergibt 20 und wie viel ist 27 und 7 ist 27, bleibt uns 2 übrig. 5 mal 2 ist 10 und 2 ist 12, 12 und wie viel ist 21 und 9 ist 21, bleibt uns wieder 2 übrig, okay? 5 mal 3 ist 15 und 2 ist 17 und wie viel ist 17 und 0 ergibt 17. Okay?
Nächste Stelle 2 herabgeschrieben und wir überlegen uns wieder. 324 passt in den 972 wie oft hinein? Na, hier würde sich jetzt 3 mal insgesamt ausgehen. Das heißt, wir glauben einmal 3 mal, wir sehen sie dann eben beim Zurückrechnen, ob es stimmen kann. 3 mal 4 ergibt 12 und 0 ist 12, bleibt 1. 3 mal 2 ist 6, 6 und 1 ist 7 und 0 ist 7. Und 3 mal 3 ist 9 und wie viel ist 9 und 0 ist 9. Wir freuen uns, wir erhalten 0 Rest. Unser Ergebnis wird stimmen. Vom Überschlag her passt es auch. Das heißt, das wird unser Ergebnis sein. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man die Probe hierfür rechnet. Dann überprüfen wir, ob dieses Ergebnis wirklich stimmt. Alles klar?